sperren Sie das Treppenhaus ab. So, Wach- und Schließdienst hier, ne? So, kleiner random Lore Fact. Auf dem Schiff von EN1 war nur der Kaffee umsonst. Lebensmittel waren bei Valent Yutani vom Gehalt abgezogen. Ja, das ist halt einfach. Da stehen wir so ein Androiden. So, entschuldige bitte, laufe ich überhaupt richtig? Sperren Sie das Treppenhaus ab. Aber wo? Achso, ja, theoretisch, ne? Ich müsste jetzt ja eigentlich raus, jetzt komme ich ja da drüben drin, ne? Da, wo quasi der Android jetzt rumflitzt. Ja, das ist halt auch so moderne Sklaverei, ne? Irgendwie, du hast ja keine andere Alternative, ne? Du kannst ja bloß das essen, was da ist. Irgendwie ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, du möchtest woanders essen. So, er sieht eigentlich noch ganz, ganz entspannt aus. Lass mich einfach in Ruhe machen. Okay. Weg nach oben, Weg nach unten. Ich geh mal erstmal noch. Na, lass mich in Ruhe. Geh weg. Du hast nichts gesehen. Oh. Hey Junge, ich möchte gerne mal wie ein Spinn von innen sehen. Ja. Wirst du wahrscheinlich gleich. So, sehr schön. Alles klar. Ich würde mal sagen, geh erstmal runter. Wenn das nicht vielleicht eine ganz blöde Idee so war. Aber dafür bin ich bekannt. Also ziehen wir durch. So, okay, okay, okay. Cool, cool. Ein bisschen Schrott, ein bisschen Tant, ein bisschen Müll. Eine Packung Pringles. So, jetzt ist natürlich der Hiwi gerade nach Omi ruft. Oh. Oh, er scheint doch wieder runterzukommen, oder? Zwei. Wäre jetzt mal fraglich, wo ist es? Oh, hier ist noch eine Karte, die wir uns holen können. Machen wir gleich mal. Jetzt ist die große Frage. Ist das Alien jetzt hier schon drin? Waren eben auch schon zwei Punkte. Ja, eben, deswegen irgendwie. Ist das der Hiwi unter den Alien oder sind es zwei Hiwis? Gerade ein Dings, war da ein Lüftungsschacht, oder? Der sich gerade geöffnet hat? Mann, ich stress mich hier schon wieder total. Benny, Baldian, Tropfen. Zackig, los, schnell! Wählt 555 Schuh. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden, ja, finde ich. Wenden Sie sich besser. Das meine ich. Dieses Geräusch, was. Ist das da oben? Oder ist da hinten irgendwo einer? Ist das so ein Schacht, der dauernd auf und zu geht, oder was? Oder? Ah. Mhm. So, okay, laufe ich mal weiter. Er geht nach unten. Oder vielleicht komme ich auch die ganze Zeit hier bloß an so eine olle leere Büchse ran, oder was die denn da rumfliegt. Und ich denke mal, oh, ist ja ein toller Schacht, der hier auf und zu geht. Ich sag, wie es ist, wie Obi-Wan Kenobi schon sagen würde, I got a bad feeling. Abriegelung einleiten. Ich drücke A. Achso, ich muss. Hä? Warum? Ich hab doch A gedrückt. Was ist los? Drücke A. Okay. Er tut nichts. Wieso tut er nichts? I don't understand, warum? Gerade ein kleines Problem. Tatsächlich. Komm auch jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Doch, okay, so würde er rausgehen. Ah, vielleicht hat er sich jetzt bloß verschluckt. Probiert mal nochmal. Und A drücken. Er macht's nicht. Das
Gerade so ein bisschen blöd. Hier drückt halten, funktioniert auch nicht. Bin ein bisschen irritiert gerade. Muss ich vorher noch was anderes tun? Hm, komisch. Das sollte, denke ich mal, eigentlich nicht passieren, oder? Wir machen diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Na toll. Sicherheitsgitter. An die Gruppe im Lager. Wir können keine Wachen rund um die Uhr aufstellen. Aber mit den freiwilligen Wachen und den bestehenden Sicherheitssystemen des Turms ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter von niemandem geöffnet. Und ich wäre raus. Die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson. Ach Gott. Und einmal wieder falsch gedrückt. Ist. Sorry. Lager. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir hier überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstouren mit Waffen zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich an einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Ja, bestimmt. So, aber was mich viel mehr irritiert, dass ich tatsächlich gerade die Türblockierung hier irgendwie nicht auslösen konnte. Und ich frage mich, wieso? Mal kurz hier rein. Hallo? Okay. So, da schnackt er. So, hey Junge, nur für dich. Ein schöner Spind von Ihnen. Oh, oh! Okay, Ehen ist am Start, Ehen ist am Start. Na, das ist ja super. Dann läuft's ja richtig toll jetzt irgendwie. Wenn du irgendwas ausprobieren musst, was nicht funktioniert und du hast das Ehen im Nacken. Beste Situation ever. Beste Situation. So, und kommen zum schönen Spinnsimulator. So, probieren wir jetzt nochmal. Nee, er macht's nicht. Er macht's nicht. So, dort vorne finden wir einen Teil der Absperranrichtung. Ja. Und wenn wir jetzt da hingehen, wir drücken E, um die Entriegelung einzuleiten. Denn linke und rechte Maustaste drücken und A drücken. Es ist aber nicht A, was wir drücken sollen, sondern D. Das ist doch bescheuert, oder? Also, wie gesagt, es entwirrt nicht einer gewissen Logik irgendwie, dass wir den Hebel quasi rüberziehen. Würde der hier sein, müssten wir A drücken und der würde nach da gedreht werden. Von daher, okay, kann man so durchgehen lassen, aber dann schreibt man noch, drücke D und nicht drücke A. Also, das finde ich nicht gut. Hm, hätten wir jetzt vorher erstmal hier reingehen sollen? Naja, egal. Okay. Gut, wir schauen uns nochmal ein bisschen um. So, wir haben eins von drei abgesperrt. Dann geht's mal weiter nach oben. Mutti, hey, grüß dich, na? Schön, dass du da bist. So, hier haben wir... So,
hier nehmen wir was mit. Wird mich auch mal ein bisschen heilen. Das war, glaube ich, ganz gut. Medikit. Zack. So, ist da reingeschaut. Schwupp. Mitgenommen. Zweite Abriegelung. Und D drücken. Also sowas. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. So, okay. Ein Absperrelement haben wir noch. Ganz kurz. Ist es hier? Nee, glaube ich nicht, ne? So, ich glaube, hier sind wir gestern. Das haben wir, hier haben wir das zeitlich gesegnet, wa? Irgendwie. Das haben wir noch durchgelesen, glaube ich. War dann auch. Okay, alles klar. Dann haben wir den auch durchgelesen. So, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mal mit. Und dann suchen wir mal. Es ist nicht. Dann suchen wir mal den dritten Absperrpunkt. So, klar, ist Freitag. Das ist immer alles super um die Uhrzeit. Und selbst, ist doch cool, oder? Freitag ist eigentlich so, Freitagabend ist eigentlich das Geilste. Irgendwie, wenn du nichts vorhast. Wenn du was vorhast, ist das auch in Ordnung, aber eigentlich ist es ganz geil, irgendwie, wenn du zu Hause bist und du weißt ganz genau, irgendwie, ey, du kannst zweimal aufschlafen. Wenn du jetzt nicht am Wochenende arbeiten musst. Ne? Oh, ach, hier draußen ist der Absperrpunkt. Das ist ja natürlich entspannt. Okay, linke, rechte Maustaste und. Also was? Falls Sie diese Anlage in einem unhaltbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Wait, können Sie mich mit Ripley verbinden? Hey, hey. Sie sind bereits verbunden. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabregelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Okay. Okay, 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 cool. Machen wir, machen wir. Lalalala. So, erstmal schnell alles leer machen. Machen wir. Gut. Cool. Dachte schon, ihr kommt hier wieder. Dave, grüß dich! Na? Okay. Gehackt. Franco, ich habe mir die undichte Stelle im Archiv angesehen und bin mir ziemlich sicher, dass es ein Handwerkerfehler ist, ein Hardwarefehler ist. Die Arius System sind zu alt für die richtige Integration in komplexe Programme wie Apollo. Ich habe noch etwas anderes entdeckt. Es sieht aus, als hätte jemand in den letzten paar Jahren auf persönliche Nachrichten und Kameraaufzeichnungen zugegriffen. Versandetage. Versandsetage? Vorstandsetage! Oh, das hier ist so lesen auf dem Freitagabend. Läuft so richtig super. San Cristobal, sogar das Marshallbüro wurde gehackt. Sag Ihnen der Name Ransom etwas? Eieieiei, okay. Nein, ich will ja loslassen. So, wir müssen irgendwo einen Code angeben. Heißt also, wir müssen erstmal irgendwo einen Code finden. Privat. Das hatten wir. Zubehör. Okay. Ordnercode. Würde ich mal sagen, probieren wir den. 7789. Umgehungsprogramm auswählen. Ripley. Es ist alles bereit. Lassen Sie das Programm laufen, um den Sicherheitsordner zu öffnen. Ricardo. Beat, beat, beat. Okay, haben wir. So, na denn. Würde ich sagen. 7789. Gut, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserer Übertragungsrelais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Thedas, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiteres, nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Mary nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie das erledigt haben.
Es muss nicht eskalieren. Oh, schön. Toller Typ. So, na denn? Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage. Ich hätte es auch abspielen können. Ja, ich war in unserem Übertragungs-René-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Einladen. Aber das ist alles Schnee von gestern. Ricardo, Serverkonzeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zum Serverfahrt durch. Leise. Von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter besonderes. Aber okay, es muss zur Serverfahrt durch. Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Ach du Schande. Ach du Schande. Die hat sie im Fahrstuhl erlegt. So. Schauen wir mal. Können wir noch irgendwo ein bisschen was verbauen, damit wir ein bisschen... Ja, na komm. Hier können wir noch ein bisschen was anstecken. Geräuschmacher. Yes. Auch noch was bauen. Rauchgranate. Hey, gut. Können wir nicht. Nein, können wir nicht. Minikit können wir bestimmt noch bauen. Ne? Genau. Das sieht gut aus. Das tun wir. Auf geht's. So, und riegeln Sie die Serverfarm ab. Gemeinsam. Sind die mir jetzt... Okay, die sind entspannt. Das finde ich gut. Die Toten, ey. Mann. Ja, Dave, wir konnten es gestern noch lösen. Also, wir haben es jetzt gelöst. Das Problem. Tür zugefahren. Tief. Luftreinigung. Hier vorne. Jawohl. Hooray. Ist gut. Jetzt kann ich durch. Ansonsten hätten wir wieder so einen Hustenanfall bekommen, irgendwie, und wären nicht weitergekommen. Stand halt quasi da, irgendwie, du sollst A drücken, dabei musst du D drücken. Ja, weil du es zur anderen Seite schiebst. Kann man machen. Kann man machen. So wie jetzt, ne? Jetzt ziehen wir es quasi zur anderen Seite. Jetzt. Ah. Ohne Worte. Ohne Worte, du. So, okay. So, jetzt sind wir hier. Du hast mich jetzt ein bisschen erschrocken gerade, mein Freund. Okay, jetzt könnte ich die Türsteuerung wieder quasi aktivieren. Und die Frage ist, welche Tür wird dadurch aktiviert? So, so. Was? Welche Tür wurde jetzt bitte aktiviert? Okay, ein paar Sachen, die wir hier noch finden können. Hier ist also leer. Mach das Radio aus. Kann das Radio nicht anfassen. Käse. Hier ist noch eine Karte. Okay, hier können wir gar nicht irgendwie irgendwas machen. Gehen wir mal hier drüben in den Raum. Oh, ist auch krass, so wie die Androiden hier so stumm ihren Dienst weiter tun, wenn hier... Menschen und den verrotten. Bin noch etwas abwesend. Falls man mich braucht, guck mal fix die letzte Folge von Better Call Saul. Oh, du, viel Spaß dabei. Geräuschmacher. Löschen. Schön. Oh, hier können wir safen, das ist gut. Das machen wir. So, diese Better Call Saul halt nie gesehen. Ich bin tatsächlich nur bei der. Kenne nur die normale, die Mutterserie Breaking Bad. So. Sieht doch schon sehr nach Serverfarm aus, oder? Oder? Ja. Das sieht gut aus. Noch in die Mitte laufen. Aber in die Mitte laufen heißt auch immer so ein bisschen. Ach ey, das ist wie so ein Irrweg, ne? Das, oh, wisst doch jetzt schon, dass das eh gleich kommt. Tiefste Gangart lieber.
So, okay. Durch die Tür kann ich jetzt hier anscheinend nicht durch, weil... Serverschrank dagegen gefallen. Fantastisch. Fantastisch. Okay. Schau mich mal hier vorne nochmal ganz kurz um, ob hier noch irgendwas ist. Wie zum Beispiel ein Toter. Revolver-Munition, wunderbar. Hier haben wir noch... Ein bisschen Zahnpasta, die nehmen wir noch mit. Und hier vorne, das ist nichts. Okay. Tatsächlich frage ich mich auch irgendwie, es wird ja wahrscheinlich halt irgendwie auch geskriptete Stellen im Spiel geben, wo das eh definitiv, egal wie du dich verhältst, kommt. Ne? Und ich würde mal ad hoc sagen, das ist so eine Szene hier. Also hier... Das wird bestimmt kommen. Ja, unbedingt. Das wollte ich schon immer. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Grundsätzlich ist für mich auch die Frage, was kann das Alien hören und was nicht? Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier mit dem... mit dem Flammenwerfer bewegen. Ja, diese Schunkeln, so als wenn du hier mit Benzinkanister läufst, irgendwie. Kann das Alien das schon wahrnehmen? Oder wenn wir hier irgendwelche Büchsen irgendwie beim Laufen wegstoßen. Rafft das Alien das? Kann das das hören? So, macht es natürlich nicht leichter, dass der in die Hiwi jetzt hier noch rumläuft. Ich bleib einfach mal in der tiefsten Gangart und dann lauf ich mal. Du Genie. Du Genie! Was? So, die Toten hier überall sprechen auch eine sehr eindeutige Sprache. Oh Mann. I know it's coming. So, Sicherheitsgranate. Wie, was ist das denn jetzt? Ha. Geschafft. So, und rein hier. So. Was ist jetzt hier der... Okay, hier müssen wir jetzt runter. Schau mal ganz kurz hier vorne rein. Ah, okay. Kann ich nicht reinschauen? Husten ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so geil. Vorne findet man noch ein bisschen Flammenwerfer-Munition. Ah, ich sag, wie das mir ist nicht wohl. Mir ist nicht wohl dabei. So, wo kann ich es denn überhaupt abschalten? Wahrscheinlich hier, oder? So, Hacky Hack. Zack. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Haben wir's. Administratorrecht. Das war's. Geschafft. Ist der Ausgang offen, Ricardo? Ein Ausweg. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu. Bewegt sich kein Stück. Oh, nee, und schon ist gleich wieder Stress. Schon ist gleich wieder Stress hier, ey. Oh Gott. Ich arbeite dran. Hm. Entkomme aus dem Server-Hub. Ach, Kinder, nee. So, also das heißt, ich muss halt wieder diesen immensen Umweg zurücklaufen. Oh! Einfach ganz cool in der Ecke. Fies wäre ja ohne, wenn er auf das Mikro reagieren würde. So wie bei Phasmophobia. Das wäre ja fies. Ricardo, was ist los? Ich muss mich hier unten verstecken. Zeit. Das ist scheiße sonst. Ich habe nicht mehr Zeit.
Okay, okay, ich hab's. Raus da, Ripley. Sofort! Was ist das? Krass. Halt, das war genau neben mir. Oh. Oh, Mann, Mann, Mann. Ah, ja, 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 ja. Wieso denn, ey? Mann. Okay, jetzt muss ich tatsächlich diesen gigantischen Umweg jetzt hier laufen. Mann. Möchte das nicht. Ah, hier offene Tür. So, wenn ich jetzt aufrecht laufe, krieg ich jetzt Stress mit dem Vieh. Die sehen alle noch relativ entspannt hier alle aus. Hey, cool, cool. So, und jetzt hier durch oder was, ne? Oh, 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 ach du Schande, Alter, was ist denn das für ein Weg, ey? Weiß ich nicht. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, wirklich da rauszukriegen. Ey, die Hiwis erschrecken mich jedes Mal, ey. Verdammte Axt. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen? Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Schön. Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Ripley, Ricardo, wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Okay. Zum Gemini Exoplanet Solutions, alles klar. Und der ist wo? Oh, eine höher noch. Hm. Okay. Nicht die schöne Aussicht genießen hier. Steht ihn aber? Nein, da stehen zwei. Ach, das darf doch nicht wahr sein, ey. Der hat jetzt gerade schon auf mich gezielt, ne? Ach, Kinder, nee. Wie geil er hing, Mann. Wie geil er hing. Und sie schießen. Okay, wahrscheinlich wird sich das Elend jetzt um die kümmern. Registriert das auch irgendwie, wenn ich jetzt hier ständig die Tür auf und zu mache? Okay. Klang so, als wenn es wieder in Lüftung verschwunden ist. Bist du gegen mich? Bin... Ja, ist er.
So, okay, stehst du gegenüber? Bist du Freund oder Feind? Du siehst Freund aus. Ach. Na gut, okay, alles klar.